Narzissten sind geschickt und durchtrieben. Dennoch wirst du als selbstbewusste Frau das Spiel bald durchschauen. Als starke Frau weißt du genau, dass dich jede dieser Begegnungen nur noch stärker machen wird. Im heutigen Video stellen wir dir vor, wie du einen Narzissten erkennst und wie du auf ihn reagieren kannst. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Erstens. Narzissten haben immer zwei extreme Gesichter. Bei einem Narzissten hast du es immer mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu tun. Anfangs wird er dir nur seine Schokoladenseite zeigen, das ist klar. Doch langsam bröckelt die Fassade. Deine Stärke, deine Schönheit und deine Loyalität werden seinen Charakter bald zum Vorschein bringen. War der Narzissmus bis dahin gut überdeckt, verrät sich ein solcher Mensch irgendwann durch abfällige Verhaltensweisen. Er wird nichts unversucht lassen, dich zu demontieren und selbst deine Rolle anzunehmen. Während er dich permanent bloßstellt, setzt er alles daran, dass Dritte sein anderes, schönes Gesicht weiterglauben. Je länger du mit einem Narzissten zusammen bist, desto öfter und schneller siehst du sein wahres Gesicht. Die Party ist aus, die Freunde sind aus dem Haus und schon verwandelt sich der charmante Socializer in einen Stinkstiefel. Spätestens dann erkennst du als starke Frau, mit wem du es hier wirklich zu tun hast und konfrontierst ihn souverän mit seinem Verhalten. Zweitens. Narzissten schmeicheln nur, weil sie etwas wollen. Ja, es kann so schön sein, von einem Narzissten umgarnt zu werden. Sie haben das besondere Gespür dafür, was sie wann sagen müssen und wissen genau, welche Knöpfe sie bei dir drücken müssen, um dir zu gefallen und in die Falle zu locken. Meinen sie, dass sie dich schon fest in der Falle haben, ändert sich der Ton plötzlich. Jetzt erteilt ein Narzisst Befehle und mäkelt an dir herum. Als starke Frau lässt du das nicht auf dir sitzen. Du wehrst dich und der Narzisst wird wieder freundlicher. Doch bald geht das Spiel von vorne los. Sie können eben nicht anders. Obwohl sich der Narzisst für äußerst schlau und gerissen hält, ist die Taktik so plump, dass du sie bald durchschaut hast. Drittens. Narzissten umgeben sich gerne mit dir. Ganz sicher sieht es ein Narzisst nicht auf Mauerblümchen, unscheinbare Persönlichkeiten oder eine Langweilerin ab. Narzissten fühlen sich magisch von Schönheit und Charisma angezogen. Sie wollen so sein wie du und schmücken sich gerne mit dir. Anfangs bemerkst du vielleicht gar nicht, wie der Narzisst dich kopiert, doch irgendwann wird seine Nachahmerei offensichtlich. Bei einigen Narzissten kann der Wahn noch viel weiter gehen. Sie versuchen dich in ihre Rolle zu pressen und gleichzeitig übernehmen sie dein Können. Dazu wenden sie manipulative Taktiken an. Du sollst öffentlich als leer, unsozial oder unverschämt dargestellt werden, während der Narzisst den Saubermann gibt. Als starke Frau erkennst du dieses Spiel. Du bemerkst bald, wie der Narzisst versucht, deine Fähigkeiten zu übernehmen. Immer öfter erkennst du, wie dieser Mensch dreist kopierte Reden schwingt und seine Besonderheit nur spielt. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen und setzt den Narzissten bald vor die Tür. Viertens. Narzissten schieben anderen die Schuld zu. Einmal mehr hat sich der Narzisst unmöglich benommen. Seine Verhaltensweisen können stark sarkastisch bis hin zu übertrieben, theatralisch oder scheinheilig sein. Wird ein Narzisst darauf angesprochen, hat er blitzschnell eine Ausrede parat. Entweder schiebt er dir die Schuld zu oder einem Dritten. Ein Narzisst kann sogar versuchen, dich auf jemanden loszulassen, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Dazu erzählt er liebend gern Lügen, was diese andere Person angeblich über dich gesagt oder gemacht hätte. Starke Frauen erkennen solche Lügen instinktiv, selbst wenn sie mit einer perfekten schauspielerischen Leistung herübergebracht werden, meldet dir deine innere Stimme etwas anderes. Du konfrontierst den Narzissten mit seinen Lügen. Fünftens. Narzissten halten Versprechungen nie. Sie halten sich für ziemlich schlau, überlegen und für die perfekten Taktiker. Nur wissen die meisten Narzissten nicht, dass sich alle Narzissten so verhalten wie sie.
Es gibt inzwischen schon Handbücher über die stereotypen Verhaltensweisen der ach so kreativen Narzissten. Die nicht gehaltenen Versprechungen sind sicher ein Klassiker. Ein Narzisst kann dich anschauen wie ein treues Hündchen. Er verspricht dir das Blaue vom Himmel. Doch er weiß ganz genau und hat auch niemals vorgehabt, sich an das Gesagte zu halten. Starke Frauen fallen vielleicht einmal oder zweimal auf solche Lügen herein, doch dann reicht es. Du bist weg und gibst dich mit diesen Menschen nicht mehr ab. 6. Narzissten werten andere permanent ab. Neben der Eigenschaft, anderen Schuld in die Schuhe zu schieben, braucht der Narzisst das Spiel mit den Werten. Er wird nicht müde, andere zu beurteilen und zu kritisieren. Vielleicht teilst du die ein oder andere Haltung des Narzissten anfangs sogar. Doch irgendwann wird es auffällig. Seine Reden drehen sich ständig darum, wie furchtbar, unzuverlässig oder grob fahrlässig andere Menschen, besonders deine Freunde oder deine Familie, sei. Je nachdem, wie sehr dich ein Narzisst schon in der Manipulationsfalle hat, wird er versuchen, auch dich abzuwerten. Jede starke Frau nimmt Kritik zunächst als Anlass zur Selbstreflexion und wird daran wachsen. Doch diffamieren und unterdrücken lässt du dich sicher nicht. Du bietest ihm die Stirn und stellst die Dinge klar. 7. Narzissten drehen den Spieß immer um. Man kann einen Narzissten nicht festnageln. Diese Persönlichkeiten sind flexibel wie Gummi. Immer haben sie Ausreden parat, nie waren sie an etwas schuld und wenn es sein muss, dann beginnen sie gnadenlos zu leugnen. Besonders fiese Narzissten werden bald versuchen, den Spieß herumzudrehen. Schamlos behaupten sie, du seist alles das gewesen, was sie selbst verbockt haben. Du willst die Schuld nicht annehmen? Dann wird der Narzisst entweder theatralisch oder die Manipulation wird noch hinterhältiger. Starke Frauen haben immer Kraft für Mitmenschen. Mitgefühl und Verständnis können dich tatsächlich eine Weile an der Nase herumführen. Doch spätestens, wenn der Narzisst versucht, dir seine Schuld anzuhängen, reicht es. Du beendest den Kontakt und hast erkannt, dass dieser Mensch deine Kraft nicht verdient. 8. Narzissten spielen Gefühle nur. In der Begegnung mit jedem Narzissten gibt es bizarre Momente. Immer dann, wenn es um Gefühle geht, wird es für den Narzissten eng. Er hat nämlich keine. Er kennt nur Emotionen wie Geltungssucht, Gier und Neid. Gefühle kommen bei Narzissten aus dem Kopf. Sie haben wie Roboter bei anderen abgeschaut, wie Gefühle aussehen und wie sie ausgedrückt werden. Dieses Spiel kann schwer zu durchschauen sein. Allerdings wird es immer dann offensichtlich, wenn wirkliche Tragik oder Hilfsbedürftigkeit herrschen. Plötzlich ist deutlich zu sehen, dass dieser Mensch eiskalt ist. Echte Gefühle und Stärke gehen Hand in Hand. Genau das ist dein großes Plus. Du kannst fühlen, du kannst leiden, du kannst weinen, aber du kannst auch wirklich glücklich, begeistert und entfesselt vor Freude und Lebenslust sein. Du erkennst, dass der Narzisst so gar nicht zu dir passt und löst dich von ihm. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.